Herzlich willkommen beim Bezirksblätterwochenrückblick. Das sind die Highlights der vergangenen Woche aus Tirol. Wir starten mit einem sportlichen Thema und gratulieren der Mountainbikerin Laura Sticker zu ihrem Erfolg beim letzten Cross-Country-Rennen der Weltcup-Saison 2022 in Val d'Isole. Nach einer langen Trainingspause, einer harten U23-WM und dem Verzicht auf den sogenannten Short-Track am Freitag schaffte Sticker, sich auf Platz 11 zu kämpfen. Und obwohl sie durch Erkrankung 5 Rennen versäumte, erreichte sie in der Weltcup-Gesamtwertung noch den Sprung unter die Top 10 und wurde 9. Am Samstag davor wurde in Ischgl die E-Bike-WM ausgetragen. Beim größten Jedermann-E-Bike-Rennen der Welt nahmen 1106 Fahrer aus 26 Nationen in den Klassen Jedermann und Elite teil. Elite-Weltmeister mit den jeweils schnellsten Zeiten wurden Daniel Klemme aus Deutschland bei den Herren und Barbara Oberdorfer aus Italien bei den Damen. Auch hier herzlichen Glückwunsch zu diesem sportlichen Erfolg. Das schöne Wetter am vergangenen Sonntag nahmen auch eine Frau und ihr 9-jähriger Sohn als Gelegenheit, wandern zu gehen. Die deutschen Touristen waren in Zöll unterwegs und recht begeistert von der Tierwelt. So begeistert, dass sich der Sohn für ein Foto laut Anweisung der Mutter neben eine Kuh stellen sollte. Als die Kuh aber plötzlich unerwartet den Kopf bewegte, verlor das Kind dadurch das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Der 9-Jährige verletzte sich so schwer am Arm. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Kufstein geflogen. Wir wünschen gute Besserung und hoffen, dass es vielleicht trotzdem noch etwas mit dem Foto geworden ist. Ein interessantes Fotomotiv, das durchaus spektakulärer ist als eine Kuh auf der Almwiese, bot der Schwertransport, der Montagabend durch Landeck fuhr. 70 Meter lang und 155 Tonnen schwer war das erste von 3 Trafo-Teilen für das neue Umspannwerk Nauders, das sich durch die Straßen bewegte. Start für den Transport war vor 6 Tagen im Siemenswerk im steirischen Weiz. Von dort ging es per Bahn nach Landeck-Zams. Dort wurde der Koloss mit einem Kran auf einen Schwertransporter gehoben. Auf den Straßen wurde der Transporter von zahlreichen Fahrzeugen und der Polizei begleitet. Was folgten, waren Straßensperren und Verkehrsbehinderungen. Schranken und Zäune mussten abmontiert, scharfe Kurven gemeistert und Strom abgeschaltet werden. Das mit den gelieferten Teilen entstehende Umspannwerk Nauders ist Kernstück einer neuen Stromverbindung zwischen Italien und Österreich. Ein Spektakel waren auch die diesjährigen Tiroler Volksschauspiele in Telfs. Sie endeten am vergangenen Sonntag mit einer positiven Bilanz. Man ist zufrieden mit dem Endergebnis, hätte sich hier und da aber doch mehr Zuschauer erwartet. Mit dem Ende der Saison verlässt auch der künstlerische Leiter Christoph Nix nach 2 Jahren die Volksschauspiele. Das Hauptstück Monster und Margarete legte einen fulminanten Start hin. Die Zuschauerzahlen ließen allerdings in der finalen Spielwoche nach. Die Auslastung des Stücks belief sich am Ende auf 60%. 7000 Besucherinnen waren es in Summe und damit eine Steigerung von 17% gegenüber dem Vorjahr. Der Festivalrenner war zweifelsfrei die Produktion Ich bleibe hier nach dem gleichnamigen Roman von Marco Balzano in Kranjewitter Staden. Wer nach diesen News nun auch unbedingt ein Foto mit einer Kuh machen möchte, ohne sich dabei zu verletzen, der kann zu einem der vielen Almabtriebe an diesem Wochenende kommen. Ein Almabtriebsfest gibt es zum Beispiel in Vils. Für die Begleitung beim Einzug des Almviehs von der Vilser Alm und Sebenalm sowie die musikalische Unterhaltung sorgt die Stadtmusikkapelle Vils. Wer es nicht so mit Tieren hat, sondern lieber mit dem Rad unterwegs ist, kann in Innsbruck am kommenden Samstag die kostenlose Radlwerkstatt besuchen. Vor dem Landestheater werden kleine Mängel sofort behoben und die Fahrtüchtigkeit kontrolliert. Am Montag könnt ihr dann in Kufstein musikalisch in die neue Woche starten. Klangfarben Kufstein veranstalten ein Benefizkonzert für die Ukraine mit Atomic Simao und Junket in der Kulturfabrik Kufstein. Wenn ihr keine Nachrichten mehr aus Tirol verpassen wollt, dann registriert euch unter meinbezirk.at/newsletter. Zusätzlich gibt es die wichtigsten Nachrichten in der Meinbezirk Espresso App. Wer in unsere Podcast-Folgen hineinhören möchte, kann das ebenfalls tun. Unter meinbezirk.at/tirolerstimmen oder auf diversen Podcast-Plattformen. Das war's auch schon wieder mit dem Wochenrückblick. Alle weiteren Nachrichten findet ihr online auf meinbezirk.at/tirol. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und bleibt gesund!